Der Kanton Basel-Land ist ja an den Olympischen Winterspielen in Südkorea mit 2 Athleten vertreten. Und eine davon ist Sabina Hafner, Bobfahrerin aus Liestal, 33 Jahre alt. Es ist ja so, Sabina. Aber da musst du dich auch nicht verstecken dafür. Aber das ist nicht das Thema, sondern wir werden ein bisschen über dich reden. Bobfahren, Liestal, wie passt das zusammen? Ja, wie Pust aufs Auge, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben ja viel Bobfahrer. Es gab sogar die erfolgreichste Sportart im Baselbiet von Olympischen Spielen. Mit dem Rico Freiermuth haben wir ja, gab es Gas. In 1984 eine Bronzemedaille geholt. Er ist auch mein Förderer. Er ist der, der mich zum Bobsport geholt hat. Und ich war es nie bereut. Es ist eine sehr schöne Sportart. Wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Du hast recht, es ist eine gewisse Tradition im Baselbiet, Bobfahren, aber eigentlich sind wir ja nicht gerade ein Winterkanton. Es ist eben Sprinter, die sind extrem gesucht. Das heisst, wenn ich Bremserinnen suche, gehe ich an Leichtathletik-Meeting, schaue an, welche Sprinterin hat etwas mehr Muskeln als die andere und die frage ich, ob sie nicht mal Lust hat zum Bobfahren. Also es ist wirklich ganz einfach, du wirst so gefunden, aber wir tun natürlich auch sehr gerne Leute holen, die zu uns kommen und sagen, hey, ich bin Sprinterin, wäre ich nicht eine Bobfahrerin? Die sind auch extrem gesucht. Also dass wir das jetzt noch ins richtige Licht drücken. Du bist Pilotin und hinter dir ist eine Anschieberin, eine Sprinterin, wie du gesagt hast. Genau, exakt. Und wie lange machst du das schon? Ich habe 2002 angefangen. Ich bin eigentlich so früh wie möglich. Ich war 18, bin ich angefragt worden und habe das sehr toll gefunden. Ich habe das früher noch halt im Fernsehen im Gusti Weder beobachtet und dachte, wow, dann wäre es doch. Aber wie Skifahren, wie du gesagt hast, nicht daran denke, dass Bobfahren möglich wäre in diesem Kanton. Und nachher bin ich als Bremser eingestiegen, habe dann schnell mal an die Steuerseile gewechselt. Nicht, weil ich unbedingt wollte, sondern weil es niemand anderes hatte. Und es war auch eine Liebe. Am Anfang habe ich nicht gedacht, dass ich Talent habe, weil es ist einfach schnell rutschig und du hast ja noch kein Bauchgefühl. Du musst alles noch lernen und plötzlich, sie haben dann immer gesagt, hast du schon ein bisschen Talent oder schon viel Talent. Und ja, irgendwann konnte ich das auch zeigen, dass ich Talent habe. Also für mich selber vor allem. Das ist ja auch noch. Für mich ist Bobfahren ein bisschen Männerdomäne. Oder täusche ich mich? Weil es braucht, ich muss jetzt sagen, ich glaube schon ein bisschen Mut, da mit so einem Bob sich in einen Eiskanal reinzuwerfen. Da haben wir hohe Tempi und es gibt auch immer wieder Stürze. Diese Bilder sehen wir nicht gern. Was macht die Sportart aus für dich? Präzision, Schnellkraft. Es ist extrem schön, wenn du schön runterfährst, macht der Bobfahrer extrem Freude. Männerdomäne würde ich dir recht geben. Es war eine Männerdomäne, aber ich sage, wir Schweizer Frauen, wir haben ja Hochkonjunktur gehabt, 2010. Ist dann leider hat es einen kleinen Bruch gegeben. Das ist auch, warum ich wieder zurückgekommen bin. Ich habe 2011 aufgehört. Ich habe dann 2016 wieder angefangen nach dem Studium. Ich wollte Elektrotechnik an der Fachhochschule noch machen. Und dann, ja, jetzt würde ich sagen, wir Frauen wir sind wieder auf dem Vormarsch. Aber es ist halt immer, oder? Man sagt immer, ja, warum soll die Frauen Bobsport? Warum wollen die jetzt auch noch Bob fahren? Ja, weil es schön ist, ist ja logisch. Also, warum spielen wir Fußball? Weil es schön ist. Und jetzt hast du eigentlich, du hast es in der Hand, im Frauenbobsport in der Schweiz noch mehr Publizität zu verschaffen, noch mehr Raum zu schaffen. Jetzt ist Olympia. Und warum nicht eine Medaille? Das ist natürlich. Wir sind schon sehr amateurhaft in der Schweiz. Also wir probieren so gut wie es geht an die Weltelite heranzukommen. Wir haben jetzt ja mit einem Top-10-Ranking das so halb geschafft. Aber die Amerikanerinnen, die Olympia-Siegerinnen vom Sprint drauf drin. Und wir Schweizer, wir warten noch, dass die Sprinterinnen checken, dass es so ein schöner Sport ist und dass du im Bobsport viel kannst erreichen kannst. Ich sage, sobald das erreicht ist und zwei schnelle Frauen, noch schnellere Frauen im Schweizer Bobsport hocken, haben wir das Ziel erreicht und können die Medaille holen. Aber ich glaube, bei mir, nein, das lange nicht. Also wir von Regio TV Plus drücken auf jeden Fall die Daumen. Und im Sport ist es so, es muss alles zuerst gemacht sein. Zum Schluss noch, Sabina, Olympische Spiele, das ist so etwas wie der Traum von jedem Sportler, von jeder Sportlerin. Du gehst schon zum dritten Mal. Ist es jetzt anders als beim ersten Mal? Ja, die ersten zwei Mal war es nicht so ein Traum. Ich konnte die Leistung nicht abrufen. Es war sicher schön, oder? Man hat andere Sportarten kennengelernt, wie zum Beispiel mit Simi Ammann, man redet jetzt noch ab und zu. Also, wir kennen einander. Hat auch einen ähnlichen Dialekt, oder? Ja, eigentlich sollte ich einen schönen Baselbieter Dialekt haben. Meine Mutter hat das versaut, ich komme von Gossen. Ich bin aufgewachsen, ich bin Liestler Bürgerin, alles, aber es tönt so schrecklich. Also das ist nicht wahr, das hast du gesagt. Aber jetzt noch mal ganz eben noch kurz zurück zu dem dritten Olympiateilnahme. Aber Routine gibt es ja nicht in dem.
Ich hoffe eigentlich, dass ich dank der ersten zwei Olympischen Spiele etwas mehr Ruhe habe. Dass ich auf die Gegebenheiten der Bahn kann besser adaptieren kann. Ich habe jetzt einen besseren Back. Also der Verband, der Schweizer Bobverband Swiss Sliding, steht auch wirklich hinter mir und das ist schön. In Whistler haben wir da noch ein bisschen gekämpft. Wir haben immer wieder ein bisschen Fights gehabt. Und das ist jetzt das erste Spiel, wo ich wirklich einfach gehen kann und es passt alles. Und das ist schon noch das Einzige, was mir jetzt noch ins Auge hauen kann, ist die Bobbahn selber, dass die mir nicht liegt. Das weiss man halt nie. Das ist neu. Also nochmal alles Gute in Südkorea, Sabine Hafner und der Baselbier, der sagt in so einem Moment, wir wollen schauen. Und wir schauen ganz genau an, wie du dich dort schmetzt. Alles Gute, viel Erfolg. Danke vielmals.